Was mich die Tage beschäftigt, ist die Frage, was ist, wenn Jesus gleich wiederkommt? Wenn er gleich vor mir steht? Und niemand weiß genau, wann er kommt. Niemand kennt die Stunde. Noch nicht einmal die Engel in den Himmel. Und wir sollen alle Zeit und immerzu bereit sein. Und ich habe mich gefragt, hätte ich etwas anderes gemacht heute? Hätte ich gestern etwas anderes gemacht? Und bei welchem Tun findet mich Jesus vor? Okay, jetzt mache ich gerade ein Video für dich, für meinen Dienst. Aber was ist sonst? Bin ich noch auf dem Weg? Bist du noch auf dem Weg? Ich habe das sehr stark auf dem Herzen, diese Botschaft hinauszusenden, vorbereitet zu sein auf das Kommen des Herrn. Weil ich glaube, es ist nicht mehr so weit weg. Und du und ich, wir sollten uns die Frage stellen, bei welchem Tun findet uns Jesus vor? Und Jesus spricht in den Endzeitreden, in den Gleichnissen vom treuen und untreuen Knecht davon. Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Also bei welchem Tun würde dich Jesus vorfinden? Was hättest du anders gemacht? Und ich glaube, dir geht's vielleicht wie mir. Da wird einem plötzlich bewusst, oh, ha, das hätte ich anders gemacht. Da hätte ich vielleicht nicht einfach so gesessen und geschwiegen, sondern hätte meinen Mund aufgemacht. Oder vielleicht bin ich auch nicht mehr so brennend wie am Anfang auf dem Weg mit Jesus. Ja, vielleicht bin ich sogar ein bisschen abgekommen vom Weg, luschig geworden, habe mich an die Seite gelegt, erstmal so zum Schlafen, weil ich müde geworden bin. Ja, müde vielleicht von der Arbeit für Jesus. Müde im Dienst. Aber da fällt mir ein, du kannst auch müde sein. Da fällt mir das Gleichnis von den 10 Jungfrauen ein. Das habe ich jetzt sehr oft gelesen und darüber gebetet, weil das hat mich beschäftigt. In dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen mit den Öllampen geht es um 5 Törichte und 5 Kluge, die auf den Bräutigam warten. Und nur die 5 Klugen haben vorgesorgt und genug Öl für ihre Lampen mitgenommen. Die 5 Törichten nicht. Und als der Bräutigam auf sich warten ließ, sind alle schläfrig geworden. Und dann um Mitternacht plötzlich ein Ruf. Siehe der Bräutigam! Geht ihm entgegen! Aber nur die 5 klugen Jungfrauen durften hinein. Die 5 Törichten mussten draußen bleiben. Sie konnten nicht an der Hochzeit teilnehmen. Ich frage mich, habe ich genug Öl in meiner Lampe? Bin ich vorbereitet, wenn der Ruf kommt? Siehe der Bräutigam, geht ihm entgegen! Bin ich vorbereitet? Naja, und was ich auch noch sagen wollte ist, du kannst ruhig mal müde werden auf deinem Weg für Jesus. Ja, du kannst mal müde werden. Auch die 10 klugen Jungfrauen sind schläfrig geworden. Alle 10 haben geschlafen. Wie die Jünger bei Jesus im Garten Gethsemane. Jesus hat gebeten und hat gesagt, wacht und betet und bleibt bei mir. Ja, sie sind bei ihm in dieser Nacht vor seiner Verhaftung geblieben, aber sie sind müde geworden. Sie haben nicht gebetet. Und das sagt mir, okay, ich darf auch mal müde sein. Aber ich muss bei Jesus bleiben, an ihm haften, treu an seiner Seite sein. Und bist du das auch? Weißt du, es geht nicht darum, alles dann richtig zu machen, aber es geht darum, auf dem Weg zu bleiben. Ich kann mich auch auf diesem Weg mal legen und müde sein, verstehst du? Aber es ist halt anders, wenn ich eine Seitenstraße gehe, wenn ich auf Abwege gekommen bin. Und vielleicht ist das gerade bei dir so. Dann bete ich dafür, dass du Buße tust und umkehrst, dass du deine Sünden bekennst vor dem Herrn. Ich habe gerade darüber bei unserem letzten Gott-Erlebt-Abend gepredigt, weil ich glaube, es ist dran. Es ist dran für die Gemeinde Jesu und es ist natürlich dran für die Welt, unsere Sünden zu bekennen und Buße zu tun. Ich bete jetzt für jeden, der das Video anschaut, dass du ganz neue Erkenntnis darüber bekommst, wer Jesus ist, dass Jesus jeden Moment wiederkommen kann, dass wir vorbereitet sein sollen auf sein Kommen. Ich bete dafür, dass du erkennst, dass Jesus der Weg ist und die Wahrheit und das Leben und dass es keinen anderen Weg zum Vater gibt, als nur durch Jesus, als nur über Jesus
Und ich bete dafür, dass du, wenn du Jesus schon folgst, aber lau geworden bist oder gar abgekommen bist vom Weg, dass du deine Sünden bekennst, vor den Herrn bringst, damit du, wenn Jesus gleich wiederkommt, heute wiederkommt, jetzt wiederkommt, vorbereitet bist, damit dich der Herr bei einem guten Tun findet, mit einem sauberen und aufgeräumten Haus. Halleluja! Ich bete dafür, dass du vorbereitet bist auf den Ruf, wenn der Ruf kommt. Wenn der Ruf kommt, wenn der Ruf kommt, siehe der Bräutigam, geht ihm entgegen. Denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen.